eine frische OMSI-Folge und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von OMSI. Ich bin der 1973000. Ich begrüße euch heute, zeige ich euch den MR1 Live City. Jetzt fragt euch ja, den hast du doch schon gezeigt. Ja, ich weiß, ich habe ihn schon gezeigt, aber diesmal ist es die Version 2. Man sieht schon, es ist alles ein bisschen anders, der sieht doch richtig noch besser aus, auch grafisch alles perfekt. Also jetzt hier auch oben mit Klimaanlage und wir gucken jetzt gleich mal von innen. Ja, ein bisschen hat er sich verändert, hier, guck mal. Gut, hier vorne hat sich eigentlich wenig verändert. Okay, vielleicht ein bisschen verbessert worden, wenn man jetzt mal genau hinsieht, aber ansonsten, oben ist eigentlich alles wie immer. Was neu ist, ist einmal hier dieser schöne Kastentisch, ne? Sieht ganz schick aus, hochmodern, so muss das sein. Und natürlich einmal das Ibis-Gerät, klingt auch schön. Ja, hier kann man auch, das ist gleichzeitig, also sozusagen, es ist gleichzeitig ein Ibis-Gerät und eine Kasse, also wo man Fahrkarten ausdrucken lassen kann. Ich werde es mal kurz demonstrieren. Also, einmal eine Tageskarte oder eine Kurzstrecke. Ja, hier, Kurzstrecke 1,70 und dann drückt man ausdrucken. Ich weiß zwar jetzt nicht. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo er die Fahrkarte hingedruckt hat, aber ist mir auch egal. Ebenfalls druckt er. Vielleicht haben sie es doch vergessen, wer weiß. Hier drin ist eigentlich auch alles wie immer. Es ist eben nur grafisch ein bisschen verbessert worden. Auch der Motor Sound vielleicht ein bisschen verbessert worden. Oh, ich weiß gar nicht, dass er eine dritte Tür hat. Ja, stimmt, er hat eine dritte Tür. Ich meine es vergessen, er hat, gut, es hatte die erste Version auch schon, aber naja, gut. Ansonsten ist hier alles wie immer. Ihr seht schon hier, der LED, alles wie immer. Gut, wir sind, ihr fragt euch, auf welcher Map wir heute sind. Also, ich stelle euch nämlich den Bus auf der Map Frankfurt. Und jetzt nicht falsch verstehen, also Frankfurt hat jetzt nichts mit der Map zu tun bei Bus Simulator 2012. Das ist doch extra ein OMSI-Forum, also der Erbauer hat es so gesagt. Das hat so nichts mit der Map zu tun, sieht man auch. Also bei Frankfurt, bei Bus Simulator gibt es sowas gar nicht. Also so eine Haltstelle. Ne? Also hat es überhaupt nichts damit zu tun, ist eigentlich alles fiktional, soll in Westdeutschland spielen. Hier gibt es eine Linie, die heißt Linie 11. Gut, es soll, ich habe gerade vorhin geguckt, im Fahrplan ist fertig, zur Zeit Rockin, vielleicht bin ich auch bescheuert und ich habe die Hofdatei falsch eingeführt, aber das werden wir ja gleich sehen. Wenn ich die Linie hier angebe. Mal gucken. Gib einfach mal ein. 0, 0, 0. Gut, das funktioniert immer. Das wollen wir nochmal sehen. Hoffentlich funktioniert's. Ja, es funktioniert. Das ist schon mal gut. Also liegt es daran, dass man vielleicht gerade jetzt kein Bus fährt. Wir müssen nach Nebelau. Über Bahnhof Nordost. Da müssen wir nämlich hin. Zwar fährt jetzt, wahrscheinlich werden wir jetzt keine Fahrgäste haben, aber das ist mir auch egal. Fahrplan können wir ja schlecht jetzt nehmen. Ich weiß auch gar nicht, wann der Bus jetzt genau fährt. Egal, ich will jetzt einfach mal euch mal zeigen. Das Reprint ist ein ganz normaler Basic Reprint, also wie bei der ersten Version weiß es ganz ein Stück normal. Hier ist auch, was mich wundert, bei dem BVG Reprint, weil hier gibt es auch nämlich ein BVG Reprint, das ist nämlich ein bisschen grau, die Fenster, da kann man schlicht was sehen. Und hier habe ich gedacht, es liegt direkt ganz am Bus, aber es ist wahrscheinlich, es ist ganz normal, also es liegt nur am Repaint, so. Also hier ist alles stinknormal, also wundert euch nicht, wenn ihr plötzlich das BVG Repaint bei diesem Bus nimmt und dann sagt, ah, ist alles grau, kann ich überhaupt nicht sehen, nee, das liegt nur am Repaint. So, jetzt sage ich mal nur gequatscht, jetzt schmeißen wir den Motor mal an. Sehr leise, ihr merkt schon, ne, also ein hochmoderner Bus und sehr friedlich und leise, so muss das sein. Schließ mal die Tür. Also ihr hört schon, ganz leise, so muss das sein. Eine Stelle hier, oh, jetzt habe ich aus Versehen die Warnblinker angestellt. So. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal, los geht's, ne? Der Motor klingt auch richtig cool, also richtig modern. Will jemand einsteigen hier? Oh, was ist das? Ach, da ist der Fahrschein. Ach, da müssen wir mal bekommen. Klasse Sicht, ernsthaft, man muss nochmal machen. Man muss mit dem Pfeiltasten nämlich und dann kommt man auf diese geile Sicht. Sieht richtig cool aus, das muss man echt sagen. Oh, ich muss los. Oh, Quatsch. Nein. Okay, jetzt sag ich einen Quatsch. Wir müssen aber weiter. Mit schöner Busampel hier. Also, erst habe ich gedacht, warum kann man denn den Fahrschein nicht abziehen? Haben sie den vergessen? Nein, der ist ein ganz anderes Sicht, Mensch. Also, das haben sie richtig gut gemacht. Also, das finde ich klasse von dem Entwickler oder wie man es auch bezeichnen mag. Also, ich finde den Bus richtig klasse. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es ist einfach ein perfekter Bus. Also, fast perfekt, sagen wir mal. Das Lenkrad ist vielleicht ein bisschen noch komisch aus. Das kann man vielleicht noch ein bisschen verbessern. Aber ansonsten ist eigentlich alles... Alle prima, ihr hört ja schon. Die Sounds sind gleich. Gut, Ansagen gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Aber ansonsten ist der Bus eigentlich klar. Und die Map finde ich auch gut. Also, gut, dass der Bus jetzt nicht mitten am Vormittag wäre, ist auch scheiße, aber was soll man machen?
außer welche auch nur die Map sein. Hauptsächlich geht es ja nicht um die Map, es geht nicht um die Map, sondern um den Bus. Was mir noch fehlt, wie schmeißt man eigentlich diese Klimaanlage hier ein? Machen wir das hiermit? Das würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, das war mit dem kleinen Kreis. Das weiß ich jetzt selber nicht. Oh ja, das hört sich schon an wie eine Klimaanlage. Okay, also schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wie findet ihr den Bus oder auch nicht? Findet ihr den scheiße? Findet ihr den gut? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Das war's. Und falls ihr das wisst, weil ich jetzt nicht aus dem Kopf habe, wie bedient man hier die Klimaanlage an dem Bus? Weil ihr seht, er hat eine Klimaanlage, aber ich glaube, weiß nicht, wie genau. Ich hat bestimmt was mit diesen kleinen und mit diesen kleinen. Ist ja egal. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wo man genau hier diese Klimaanlage anstellt. Das wäre wirklich sehr nett für die Leute, die es wissen sollten, oder schreibt es mir einfach. Gut, hier will niemand, also kann weiterfahren. Die Sicht ist vielleicht ein bisschen komisch für mich, also für andere wahrscheinlich auch, die ist ein bisschen ulkig, also man muss sich erst dran gewöhnen, im Vergleich zu den MAN L202, den D92, das ist die Sicht ein bisschen komisch, man muss sich erst eingewöhnen, aber man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell daran. Seht schon, wenn man mal guckt, die Außenspiegel muss man, ist ein bisschen komisch hier, vielleicht könnte man die Außenspiegel vielleicht ein bisschen runtersetzen, vielleicht wäre es vielleicht ganz gut, finde ich jedenfalls. Also, naja, schreibt es mir einfach in die Kommentare, wisst ihr. Quatsch ich zu viel, ist echt unglaublich. Gut, hier will niemand weiterfahren. Ein- und aussteigen, oder? Ich wusste, dass hier niemand, kein Fahrgast kommt, aber ist ja klar, wir fahren ja mitten, außer, sagen wir mal, außer fahrplanmäßig, so. Kann man das denn, jo, kann man so sagen. So. Ach, übrigens, im nächsten OMSI-Video werde ich doch den anderen Mercedes-Facelift Citaro da zeigen. Ja, aus der auch rausgekommen, der ist zwar nicht ganz perfekt, der ist ja auch in der Beta-Phase, aber den werde ich euch auch mal zeigen im nächsten OMSI-Video dann. Also seid gespannt auf die nächsten OMSI-Videos, besser sagen. Ich werde ja noch, naja, ist ja nicht das letzte, ne? Und natürlich von German Truck Simulator werde ich auch noch weitermachen. Vielleicht auch schon morgen, weil ich habe jetzt die letzten Tage nicht viel gemacht. Obwohl schon Sommerferien sind und ich habe ja euch versprochen, ich mache jetzt viel mehr Videos, das muss ich unbedingt nachholen. Also bis morgen, heute kommt ein Video, also von heute und morgen kommt ein Video, also ich werde jetzt den nächsten Tag erst nicht nochmal loslegen hier. Mal sehen, wie ich das alles so hinkriege, ne? Hab ich überhaupt gut drin? Nö. So, U-Bahnhof, Rathaus Nordost. Mensch, das kommt mir alles so bekannt vor, wie zum Beispiel U-Bahnhof Rathaus Spandau, ne? Ja, könnte so sein, ne? Ja, kommt schon, ne? Also hier, der Bus ist richtig leise, merkt ihr schon, ne? Warum habe ich überhaupt die Fenster offen, wenn die... Ich denke mir, ich habe jetzt die Klimaanlage einfach mal eingeschaltet, warum habe ich die denn überhaupt an? Also die Fenster offen, ne? Das ist doch Quatsch. Ach, schon grün. Ne, ich habe schon gedacht, wir werden hier bis morgen noch sitzen. So. Webs hat wieder seine Tage heute. Webs reißt die zusammen. Ich will nur ganz kurz den Bus zeigen, dann kannst du dich wieder ausruhen. Also den Sound finde ich einfach klasse. Ich könnte ja Stunden schwärmen. Ich weiß, ich nerve wahrscheinlich damit auch schon, aber ich muss es einfach sagen, er ist einfach cool, der Bus. Das Lustige ist, die Framerate geht genau hier wieder runter wie bei Rathaus Spandau. Das ist schon irgendwie komisch. Also irgendwie ist das alles sehr bekannt, habe ich das Gefühl, oder? Vielleicht bin ich auch bescheuert, ich weiß nicht. Immer sehr schwierig, ne? Mal sehen, wo es jetzt lang geht. Beim letzten OMSI-Video habe ich ja kaum Unfälle gemacht und das will ich auch diesmal weiter fortsetzen. Diese Serie von unfallfreiem Fahren oder so, ja, kann man so sagen. Also, wünscht mir Glück, dass es klappt. Und wenn nicht, dann bin ich einfach nur schlecht. Was kommt überhaupt für eine Haltestelle? Sedanstraße. Und ihr seht ja schon, der Bus ist extrem voll, also ich kann mich ja kaum halten hier vor Fahrgästen. Richtig cool. Auch von außen sieht der Bus klasse aus, wenn man jetzt mal die Vorgängerversion betrachtet. Von außen ist ja ein bisschen verändert worden auch. Auch von der Form auch ein bisschen, weil wenn ihr mal genau hingeguckt habt, zum Beispiel beim Blinker jetzt hier, zeig mal kurz hier. Hier zum Beispiel ist jetzt ein bisschen angepasst worden, wenn ihr mal genau hingeguckt habt, in der Vorgängerversion war ja der Blinker ein bisschen weiter nach unten verrutscht. Das sah nicht gerade schön aus.
Gut, das hat man jetzt eigentlich behoben, das finde ich richtig cool, aber fahre ich überhaupt hier lang? Wir müssen überhaupt nicht, so. Also das finde ich auch schon ganz gut gemacht. So, was kommt jetzt? Waldstraße. Waldstraße. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe mir kurz mal die Map angeguckt, Wayfoot, und ich glaube, die Linie 11 hat irgendwie so eine Art Ringlinie. Oder? War das hier? Nee, Quatsch, ist doch Blödsinn. Die hat doch keine Ring. Oder? Nee, Quatsch. Ich erzähle wieder Müll. Das ist Blödsinn. Wir fahren natürlich... Regen wäre ja was ganz anderes. Also, ich bin ja irgendwie heute total durcheinander. Also, geht ja gar nicht. Also, ich finde den Bus passend zu Usedom. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich den schon mal gefahren bin in Usedom. Ich weiß nicht. Muss ich mal unbedingt mal fahren in Usedom. Jetzt mal nur so gesagt für mich, ne? Aber der passt irgendwie. Aber auch für kleinere Städte passt der Bus, finde ich, ganz gut. Für große Städte passt er irgendwie nicht, denke ich mal, weil er auch so viel Platz hat der Bus ja auch nicht. Also, wenn ich mal denke, wenn ich jetzt mal vorstellen würde, ich würde den Bus irgendwo in Berlin fahren, lang fahren lassen, dann würde er wahrscheinlich dick knacke voll sein. Ich denke, ich habe doch die Klimaanlage eingeschaltet. Guck, die dreht euch irgendwas. Die dreht sich irgendwas. Also denke ich mal, ich habe irgendwas richtig eingestellt. Oder auch nicht. Wer weiß. Oder der Bus fliegt mir gleich um die Ohren hier. Oder besser sagt, die Klimaanlage raucht. Oder irgendwas passiert gleich. Na, wir werden es ja sehen. Grüne Straße, ja. Habe ich gerade Q gedrückt? War überhaupt gerade die Haltestelle Pfalzer Straße? So, jetzt müssen wir genau aufpassen hier, dass keine Autobusse kommen. Autobusse, Quatsch. Ups, jetzt bin ich falsche Fahrer. Bin ich dämlich, Alter. Mal bin ich bescheuert. Was mache ich denn hier? Ich fahre mitten auf der falschen Spur. Ich bin ja nicht in England hier. Mann, bin ich dämlich. Also, Entschuldigung, dass ich das mit jetzt gerade passiert ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir ein bisschen geträumt gerade und mir irgendwelchen Blödsinn gemacht. So, wir müssen jetzt erst nach links. Ja, kommt kein Auto vorbei, dann können wir schnell hier rüberfahren. Was kommt jetzt mit der Haltestelle? Ich kann es nicht lesen. Sehr schön. Ich glaube, da stand Bahnhof Nordost, kann es sein. Ich kann gleich doch ein bisschen lesen, aber nur ein bisschen. Aber wir können sowieso nicht halten, weil hier sowieso keine Fahrgäste sind. Also was ist das? Aber ihr merkt schon, der Bus ist extrem leise. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber ich kann es ja nicht oft genug sagen. Nebelau, ist das schon Endstation? Ja, tatsächlich. Mann, es geht ja schnell heute. So viele Fahrgäste hatten wir, das geht ja gar nicht. Jetzt noch die Motor aus. So. Aber wir können auch die hintere auf und die auf und alle machen wir auf hier, damit ihr mal sehen könnt. Ja, sieht sehr schick aus. So, und dann war es das eigentlich auch schon, ne? Ich habe eigentlich gedacht, das Video wird länger sein, aber ich wusste ja nicht, dass der Bus jetzt nicht fahren soll, in die Uhrzeit. Aber na gut. Ist gerade Mittagspause wahrscheinlich, oder? Ja, ist eins, na ja, gut, okay. Ich hoffe, euch trotzdem hat euch das Video gefallen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Vergessen nicht zu abonnieren und natürlich nicht zu vergessen, ihr könnt mir natürlich weiterhin Vorschläge schreiben in die Kommentare, was ich als nächstes Let's Playen soll. Also es ist noch nicht vorbei, also ich habe mich noch nicht endgültig dazu entschieden. Schreibt es einfach weiter, Vorschläge sind immer gut, ich brauche Vorschläge von euch, das wäre ganz nett. Ja, und ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier und morgen geht's weiter mit Omsi, ne, mal sehen. Ich werde es einfach mal sehen und ansonsten sage ich jetzt hier an der Stelle Tschüss und auf Wiedersehen. Ja. Euer Player 1993. Macht's gut. Ah, ich vergessen, die Hupe klingt doch hier ganz anders. Ja. So, jetzt habe ich ja nur gequatscht. Also macht's gut, ne? Bis zum nächsten Mal.